Moin, meine Leute, ich kann keine Tod. Ach, mir egal. So, willkommen zurück bei Resident Evil und wir spielen diesmal Revelations 1. Resident Evil Revelations. Was? Okay. Warte mal kurz her. Ich muss noch gerade mal prüfen, ob die. Was ist? Ob die Option. Was ist bitte bei diesem Typ da hinten los? Das ist. Okay, ist alles eingestellt richtig. Ja. Kampagne, spiele die Story. Fortsetzen, laden, neues Spiel. Ja, ja, okay. Und überspringen nicht die Videos, ne? Leicht. Völlig. Ja, sicherlich nicht. Los! Sorry. Hallo, was hast du gedrückt? Du drückst den, musst den grünen drücken. Neues Spiel. Ich verwechsel's, okay? Es sind zu viele Controller. Ja, ich weiß das. Oh, Digga. Oh, nee, ist weg. Unglaublich. Die Queen Zenobia. Dass das Ding überhaupt noch läuft? Bring uns herum! Wir müssen an Bord kommen! Es sind 94 Minuten, seit Chris und Jessica nicht mehr auf dem Radar sind. Aber laut Interpolation der letzten Koordinaten sind sie... genau hier auf diesem Schiff. Ah, gut, hätte es nicht eigentlich mehr Sinn gemacht, wenn wir als erstes Revolution 1 gespielt hätten vor Revolution 2? Revelations. Oh. Nee, weil wir wollten ja im Probe spielen. Was ist das denn hier? Alles okay. Angst vor Monstern. Vielleicht kann ich es aufschießen. Okay. Monst. Hm. Dieser Gestank. Es ist schon eine Weile verlassen. Oh, ich Hi! Untersuchen. Die Mannschaft ist tot. Wie ist das passiert? Das sind ja überall solche Viecher. Also die Mannschaft. Warum musst du hinter mir stehen? Kannst du ihn untersuchen? Vielleicht hat er was dabei. Es riecht nach Verwesung. Hätte ich nicht erwartet. Gott, diese Kiste hat mir... Das ist keine Kiste, aber... Naja. Aber naja. Macht mir ein bisschen Angst, hier rumzuziehen. Aber irgendetwas ist hier. Das macht mir Angst, hier rumzulaufen. Ja. Boah. Was? Nicht, dass wir allein sind. Was? Ey, was? Dann,
Dein Mund bewegt sich gar nicht beim Reden. Was? Komisch. Ich schwöre, ich fange an zu schwitzen. Scheiße. Was denn? Ich fange an zu schwitzen. Warum? Haare hoch. Kann ich mal mehr reden? Hä? Dein Mund bewegt sich trotzdem nicht. Ganz komisch bei dir. Ich sag ja, wir hätten die anderen Sitzpositionen behalten sollen. Aber davon. Ich hab Angst. Hörst du mal auf, Muni zu verballern? So brauchen wir länger als 20 Minuten für ein Part, wenn du da so rumschleichst. Ich habe ja auch Angst. Kein Strom. Also auch kein Aufzug für uns. Boah, dieser Typ nervt. Kann ich nicht mal vorgehen? Funktioniert nicht. Was für ein Teil ist da? Geh mal hin. Von der anderen Seite. Du bist ein Spinner, ey. Vielleicht ist der ganze Stuhl nass. Du hast doch bei dem anderen Spiel auch nicht so rumgeheult. Weil du da warst. Ich bin auch noch da. Aber du bist davor. Das ist eine Ratte, Mann. Zwei. Ist kurz geschlossen. Scheiße. Guck mal, wie nass! Hier läuft der Strom noch. Wer ist das eigentlich? Da spinnt vielleicht was drin. Ich hoffe, der schießt. Da liegt was. Ach! Parker, hilf mir hier mal. Klar, kein Problem. Ich hab da was. Ich glaube, eine Waffe. Und jetzt? Warte mal kurz. Oh, ist alles nass. Das ist also nicht Chris. Mit dir. Hä? Ah! Ja, kannst du auch schießen? Treffen? So tot? Was ist das denn? Das erklärt dann auch unser vermisstes Team.
Das ist nicht gut. Wo bist du, Chris? Digga, die redet auch nicht. War's das? Jetzt beginnt gerade mal die Episode. Ja. So viel wie ich jetzt gerade schwitze, kann man Afrika versorgen. Musst du was drücken oder warum tut sich nichts? Ja, übertreib nicht. Nee, ich übertreibe nicht. Das ist... An dieser sonnigen, idyllischen Mittelmeerküste stand einst eines der weltgrößten Bauwerke. Es dauerte ganze 11 Jahre, die erste Wasserstadt der Welt zu errichten, die schwimmende Stadt Terra Grigia. Eine nachhaltige Metropole, versorgt über eine große Solarenergiematrix, ausgestattet mit den modernsten Biotechnologien. Noch nie zuvor wurde Solarenergie zur Versorgung einer ganzen Stadt eingesetzt. Aber 2004 hat Veltro, eine terroristische Vereinigung, gegen die aufstrebende Stadt einen Bioangriff gestartet. Sie setzten einen Virus frei und etliche Kreaturen, bekannt als BOWs. Diese Kreaturen jagten wild durch die abgeschottete Stadt und infizierten die Bewohner. Die FBC, die führende Anti-Bioterror-Organisation unter der Leitung der Vereinigten Staaten, wurde hergerufen, um den Angriff einzudämmen. Die BSAA, eine Anti-Bioterror-Organisation, die unabhängig von der Regierung operiert, schaltete sich als Beobachter ein, um die FBC zu unterstützen. Entschlossenes, schnelles Handeln war vonnöten. Und so gab das örtliche Hauptquartier den Befehl, die Solarenergie-Matrix der Stadt gegen sich selbst zu richten. Das Chaos und die anschließende Zerstörung wurden bekannt als Terra Grigia-Panik. Nach diesem Vorfall verkündete die FBC, dass die terroristische Vereinigung namens Veltro erfolgreich zerschlagen sei. Wir haben jetzt 2005. Das ist fast ein ganzes Jahr nach dem Vorfall. Aber, wie man sieht, ist die verlorene Stadt Terra Grigia noch immer unzugänglich. Ein schweigendes, kraftvolles Symbol für die Bedrohung der Menschen durch den Bioterror auf der ganzen Welt. Toll, und da bin ich, oder was? Boah, ey, dass die Leute ihre Hunde nicht unter Kontrolle haben, ey. Ah, da seid ihr ja. O'Brien, auch mal wieder mit von der Partie? Tja, mein Arzt hat mir Bewegung verschrieben. Ihr wisst wahrscheinlich, dass die FBC das gesamte Gebiet abgesperrt hat. Aber in den letzten paar Wochen sind einige merkwürdige Kadaver angespült worden. Das konnte die FBC vermutlich nicht einfach totschweigen, ne? Jeder, der weiß, was hier passiert ist, kann eins und eins zusammenzählen. Genau deswegen habe ich die BSAA zur Untersuchung hingeschickt. Habt ihr schon eure neue Ausrüstung von Quint bekommen? Die Genesis oder so. So heißt sie doch, oder? Du hast es nicht für nötig gehalten, die Anleitung zu lesen. Nein, aber ich habe sie dabei. Man kann ja nicht wissen. Ich hoffe, du kannst schnell lesen, denn du wirst sie bei der Mission brauchen. Ja, ja, mach ich. Aber sind auch zwei Personen, warum können wir dann nicht zur Zeit spielen? Tja, weil es so ist, wie es ist. Ah, einfach widerlich. Die sind alle verwest. So bleiche Haut. Das habe ich noch nie gesehen. Erfasst die Daten mit dem Genesis.
Das Genesis braucht eine ausreichend große 100% erreichen. Scannt die Kadaver am Strand und sendet mir die Daten. Nicht. Anderes Kadaver scannen. Sieh dir das an. Da ist etwas. Da ist was drin. Ja, untersuchen normal, nicht so. Vorsichtig. Keine Sorge, das habe ich schon mal gemacht. Ich hab da was. Was ist das? Vielleicht eine technische Mutation. Das wäre der Beweis. Ich führe damit ein paar Tests durch. Macht ihr einfach mit der Untersuchung weiter. Man kann ihn nicht trauen. Ich traue den Typ nicht. Mach lieber mal deine Untersuchung und fertig. Da draußen. Dort war Terra Grigia. Ist das schon ein Jahr her? Das sind noch keine Leichen. So, sammelt da die Muni auf. Nach Raccoon City muss das doch Kinderkram sein. Warum hast du eigentlich die FBC für das hier aufgegeben? Ich wollte näher dran sein. Ich wollte kämpfen. Wie ich sehe, seid ihr okay. Macht weiter mit der Untersuchung, aber äußerst vorsichtig. Dieser Geruch. Was war das? Muss das Gas sein. Keine Ahnung, explodiert. Komische Teile. Was liegt denn da im Rucksack oder nicht? Gehen wir aus, so wie ich. Ja, irgendwie. Wir haben nicht genug Daten für eine genaue Analyse. Nochmal Analyse davon? Mehr Proben von den Kadavern am Strand. Ach, geht nicht. Okay. Hey, ich hab ein Messer. Da liegt was. Wo ist denn noch mehr? Geh mal links ans Wasser. Jetzt rechts. Da ins Wasser rein. Ja. Ich habe genug Proben. Gut, schick sie mir sofort. Ich gehe weiter.
Warum bin ich so lahm? Zeig mal. Ups. Oh nee. Oh, warum läufst du dann auch da hin? Oh! Ja, ja. Alter! Ja, guck nach. Ach so. Bis. Warte, was? Warte doch mal. Endlich etwas Ruhe und Frieden. Das war wohl nichts Besonderes für euch, was? Gut, genug geplaudert. Besorgt mir diese Daten. Okay, kann er schlau. Da links liegt noch ich was. Ich weiß, ich hab. Da seid ihr ja. Gute Arbeit. Kein Zweifel. Diese Leichen haben eindeutige Anzeichen einer Virusinfektion. Und es ist sicher kein Zufall, dass sie durch die Sperre der FBC gekommen sind. Tja, mehr können wir nicht tun. Jetzt müssen wir erstmal auf die Ergebnisse des Hauptquartiers warten. Hä? Das ist die Notfallnummer. Ja, ich bin's. Mhm. Was? Ja, in Ordnung. Ich übernehme das. Wir müssen die Sache beschleunigen. Und zwar sofort. Aha. Gut, dann los. Jill, Parker, ihr bleibt an dem Fall dran. Was ist passiert? Wir haben den Kontakt zu Chris und Jessica verloren. Ja. Warum? Wir wissen es leider nicht. Ich habe euch ihre letzten Koordinaten auf eure Terminals geschickt. Ihr Signal ging verloren, über dem Ozean. Ich dachte, sie suchen in den Bergen nach Veltrum. Aber ihrer Position nach sind sie auf... einem Schiff. Ich werde ins Hauptquartier zurückgehen und die Suche koordinieren. Und ihr zwei seid meine Augen da draußen. Ja, Sir. Das Speichern nach einer Szene oder optional. Häufig schon mal wird jedoch ausdrücklich empfohlen. Okay. Speichern. So, damit haben wir ja dieses den ersten Part hier fertig. Und achso, ist sogar Autospeichern oben drin. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss.